a 2.0. Punkte Pn mit x und 0,25x² minus 3x plus 8 auf p und Punkte Qn mit x und minus 0,25x plus 6,5 auf g haben dieselbe Abszisse x. Für die Strecken Pn-Qn gilt, y von Qn ist größer als y von Pn. Die Mittelpunkte Mn der Strecken Pn-Qn sind zugleich Mittelpunkte von Kreisen Kn mit den Durchmessern Pn-Qn. Zeichnen Sie die Strecke P1Q1 sowie den Mittelpunkt M1 und den Kreis K1 mit dem Durchmesser P1Q1 für x gleich 7 in das Koordinatensystem zu A2.0 ein. Gehen wir es in Ruhe nochmal durch. Wir haben einen Punkt P, der liegt auf der Parabel P, ist also irgendwo hier drauf. Zusätzlich haben wir noch den Punkt Q mit auf der Geraden G, liegt also irgendwo hier. So, was ist noch bekannt? Für die Strecken PN-QN gilt, y von QN ist größer als y von PN. Das bedeutet einfach immer, dass der QN oberhalb von PN liegt. Als Beispiel würde der PN hier liegen, wäre der QN hier. Und damit wäre P, also P oberhalb von Q und deswegen nicht mehr möglich. Also das ist ausgeschlossen. Das heißt, es geht von einem Schnittpunkt bis zum anderen Schnittpunkt. Der Bereich ist im Prinzip erlaubt. Zusätzlich haben wir noch einen Mittelpunkt M. Dieser Mittelpunkt ist der Mittelpunkt der Strecke PNQN und zugleich Mittelpunkt von Kreisen KN, die auch Durchmesser PNQN haben. So, zur Aufgabe, zeichnen Sie die Strecke P1Q1 sowie den Mittelpunkt M1 und Kreis mit Durchmesser P1Q1 und für x gleich 7 ein. So, ich mache das immer so, ich schaue nach, wo ist x gleich 7. Das wäre hier unten der Fall. Legt mein Geodreieck an und zeichne so lange nach oben oder beziehungsweise nach unten, bis ich die Gerade oder die Parabel treffe. Also ungefähr so. Den machen wir mal schöner. Dann habe ich oben meinen Punkt Q, also Q1, und unten meinen Punkt P, also P1. So, jetzt brauche ich noch meinen Mittelpunkt M. Ja, Mittelpunkt herausfinden, da die Aufgabe zeichne heißt und nicht konstruiere, ist es im Prinzip gleich, wie man auf den Mittelpunkt kommt. Im Prinzip kann man die Strecke abmessen und durch zwei teilen. Dann komme ich als Mittelpunkt ungefähr hier raus. Und jetzt muss ich noch einen Kreis zeichnen. Auf dem Papier ist es jetzt sehr viel einfacher. Zirkel in den Mittelpunkt einstechen, auf M1Q1 den Radius einstellen und einen Kreis ziehen. Das ist am PC immer ein bisschen umständlicher. Deswegen versuche ich es kurz zumindest anzuskizzieren. So, dann sehe ich so meinen Kreis aus. Nur unten habe ich ein bisschen. So sieht er schöner aus. Jawohl. Nochmal nachgucken, ob man alles hat. Wir haben die Strecke P1Q1, wir haben den Mittelpunkt M1 hier drin und wir haben den Kreis K1 mit Radius P1Q1 für x gleich 7. Passt also.